Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So, was geht ab, meine lieben Freunde? Eligella meldet sich mal wieder. Es wird Zeit für einen Real-Life-Vlog. Heute ist, glaube ich, ein ganz cooler Tag dafür. Heute ist Montag. Ihr werdet das Video, glaube ich, an einem Dienstag sehen. Ich bin heute unterwegs. Und zwar sind wir nämlich abends beim Nuciano-Konzert. Wird deswegen auch keinen Stream geben. Ich nehme euch ein bisschen mit meinem Tag so. Es ist jetzt gerade 11.30 Uhr. Ich habe einen Zahnarzttermin. Und es scheppert und kracht und alles. Ich habe echt Zahnprobleme, meine lieben Freunde. Nicht, weil ich meine Zähne nicht putze oder sonst was, sondern ich habe von Geburt an Zahnprobleme. Ich weiß nicht, vielleicht fühlt es jemand von euch, aber ich habe immer Probleme mit meinen Zähnen. Ich gehe auch recht oft zum Zahnarzt und nicht, weil ich Süßigkeiten esse oder so, sondern ich weiß nicht, ich habe oft einfach so Zahnschmerzen. Haben manche Leute. Kann sein, dass ich heute eine Wurzelkanalbehandlung wieder bekomme. Ich hatte schon mal eine, vielleicht muss ich wieder eine kriegen. Ich esse, wie gesagt, nicht so viel Süßigkeiten, ab und zu mal eine Drachenzunge. Die sind aber auch geil, muss ich sagen. Wir nehmen euch heute mit dem Tag. Nachher kommen Willi und Sydney. Ich weiß gar nicht, wer da alles dabei ist. Niki ist auch dabei von Delay Sports. MVP! MVP! Melina ist auch da und dann gehen wir zum Konzert. Lasst ein Like auf dieses Video jetzt schon mal da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und Luciano ist ja auch Teil der Icon League. Das ist auch auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich hingehe. Klar, es ist sehr cool, auf so einem Konzert zu sein. Aber ihr wisst, bei mir ist immer Streaming auf Nummer 1. Aber ich habe den Mann kennengelernt. Wir waren mal zusammen essen und auch das Management von ihnen. Die sind alles echt sehr, sehr coole Leute. Und wenn ich die Chance dazu habe, dann gehe ich natürlich dahin, um das Ganze auch ein bisschen zu supporten. Er braucht zwar unseren Support nicht, ist immer ausverkauft. Aber warum nicht? Bringe ich euch mal ein paar Einblicke so vom Konzert für die Leute, die nicht da sind. Liebe und bis später. Der Zahn ist der kaputte. Genau der. Und der bekommt eine Wurzelkanalbehandlung. Eigentlich wollte ich mich davor immer drücken, weil ich schon mal eine hatte, die war echt nicht cool. Ich habe immer Füllungen bekommen, aber die haben dann irgendwann wieder angefangen weh zu tun. Das ist leider das Problem. Aber ich kann mich nicht mehr drücken. Das Ding ist sauber. Die Dinger werde ich jetzt gleich in meinen Zahn reinbekommen. Ich kann das alles nicht. Ich hatte das schon mal. Es kracht so sehr. Lustiger Funfact: Wir sind in der Praxis, wo meine Schwester früher gearbeitet hat. Jetzt arbeitet die Frau für mich. Ich habe sie eingestellt als Sekretärin. Aber sie tritt immer nach, wenn ich Zahnarzttermine habe. Was ist das da hinten? Das hier ist die. Wir nennen sie Endomaschine. Damit geht er in deinen. Eröffnet er den Wurzel, also den Kanal. Ja. Und dann zeigt die Maschine so an, wie tief er dann drin ist. Was ist das denn? Damit schneidet, also das wird heiß und damit schneidet er zum Beispiel die Wurzelfüllung. Also der füllt die ja dann nach 2 Terminen und damit wird das abgeschnitten. So, jetzt wird der Zahn eröffnet, damit die Kanäle zu finden sind. Natriumhydrochlorid. Das Natriumhydrochlorid mit die Desinfektionsflüssigkeiten, die man durchstellt. Jetzt wird der Zahn geschlossen und dann ist Edi fertig. Also, wie gesagt, wenn du Pech hast, tut er noch ein bisschen weh, bleibt aber ruhig, entspannt. Ja, nehme ich auf jeden Fall. Ich bin fertig. Es war nicht so schlimm wie gedacht, muss ich sagen. Letztes Mal war es tausendmal schlimmer. Da hat es immer richtig weh getan, während er sozusagen reingegangen ist. Hieß es auch nicht. Ich habe das, glaube ich, ganz gut überstanden. Ich habe eine verrückte Dröhnung bekommen. Ich meinte, der sollte alles reinknallen, was ich habe, betäubungsmäßig. Ich spüre die Hälfte von meinem Gesicht nicht. Ich lach mal. Ja, das ist jetzt erstmal eine Stunde oder so nichts mehr. Ja. Ist aber okay. Also war wirklich super. Ich bin gespannt, wie es nachher aussieht. Willi, Sydney und ich haben jetzt hier noch einen Call. Kenneth, unser Manager. Hier gibt es jetzt hier noch ein
Business Talk. Wichtig, auch immer wichtig. Abseits vom Stream immer sowas machen und im Stream geht's da rein. Ich gehe gleich auch noch ein bisschen in Deathmatch, glaube ich. So, Jello geht jetzt auch nochmal ins Deathmatch rein. Ich melde mich, wenn ich auf der 1 bin. Jeden Tag grinden für den Traum. Vielleicht schaffe ich es nicht bis zum Februar. Aber irgendwann werde ich Platin sein. Das Spiel macht mir momentan richtig Spaß, auch wenn es mich bricht. Aber dieser Grind, dieses, wenn man sich selbst verbessert, das merkt man ja. Das macht schon richtig Bock und ich trainiere hier momentan jeden Tag ein bisschen mein Aim. So, erste Runde, erster Sieg. 44 Kills gemacht, Edi Jello auf die 1. Melina hat mir zugeguckt. Sie war mein Fan. Gut, ne? Hast du es gesehen, wie dein Freund hier spielt? Hast du es gesehen? 40 Kills. 21 Tore. Gib mir meinen verfickten Goldrang. So, und weil ich ein guter Hausmann bin, werde ich jetzt die Wäsche aufhängen. Die Leute denken, ich mache hier gar keinen Haushalt. Ich helfe. Ich helfe im Haushalt. Wäsche aufhängen, runterbringen, Teller abwaschen. Mache ich alles. Melina und ich sind ready. Wir holen jetzt Niki ab von Delay Sports und fahren dann zum Mercedes-Benz Arena. Irgendein gut aussehender Streamer hat die Mercedes-Benz Arena letztens ausverkauft bekommen. Echt? Wer denn? Wir sind jetzt da. Mercedes-Benz Arena. Das war ja gerade krass hektisch mit Parken und sowas. Die Jello wurde ein bisschen angeschnauzt wegen Parkplatz. Aber passt. Winnie hat die Tickets organisiert. Wir sind Macher. Lebe geht raus, Nico, wenn du das siehst. Kuss. Wir haben sogar eine Loge, die zeigen wir euch auch gleich. Junge, 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 das ist ja hektisch. An die Zuschauer, die hier auch beim Edi Jello Cup waren, das ist ja hektisch, hier reinzukommen. Jetzt geht er. Niki auch am Start, unser Star-Sechser. Ja, ist auch da. Wir gehen jetzt in die, also zu den anderen, besser gesagt. Na, ja, gib mir meine Tore. Oder nicht, du musst ja keine Tore machen. Ja, so, Spiel aufbauen. Spiel aufbauen. Den, ich hasse es, wenn du nach hinten spielst. Spiel dazwischen. Vertikal denken. Ja, genau. Hör auf, nach hinten zu spielen, sondern wir können immer nach vorne spielen. Wir sind da, ist 19:30 Uhr ungefähr. Wir haben richtig geile Plätze. Hier so mit so einer lockeren Loge. Die Jungs sind auch da. Ada, 8 Döner. 8 Döner demnächst, der auf zu lachen. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich das machen kann mit dem Film, um ehrlich zu sein, wegen Copyright. Ja? Schlechte Nachrichten, Gemfälle, Kreuzbandriss. Was laberst du? Ja, aber sowas kann man ja nicht wissen vorher. Wo denn? Was ist da passiert? Ich weiß auch nicht. Boah, Gott. Was ist das hier? Was ist das schon wieder für eine Scheiße? Ich halte das gerade für einen hinten. Ja, oder? Sydney gibt den jetzt die ganze Zeit so... Ich spiele die ganze Zeit mit denen. So Tipps. Da hätten sie ein paar Monetten. Die machen immer ihr Licht jetzt auch an. Und immer mehr haben wir irgendwelche Lichter angemacht. Gib dir ein Zeichen. Nee, ich mach. Ah, da hinten noch einer. Ma. Da vorne. Da ist der erste noch mal hier. Ah, ja, ja. Da links. Da sind die Zeichen. Und die schreien. Ja, ja, ja. Gib dir ein Zeichen. So sieht dann übrigens eine Lounge aus. Der macht mit seinen Wurstfingern gerade irgendwelche... Verwurstet. Der Warzone-Win-Gewinner, hä? Krass, ich sag ehrlich, hab ich nicht dran geglaubt. Oh mein Gott! Erz! Er ist ein Mocker. Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Give me my fucking money, you fucking ass bitch! Ein Zitat von einem Freund, der sich als Gotti betitelt. Willi, wir haben Aim. Ja, wir haben Aim. Wir haben Aim, das aber, ist es. Aber ich dachte wegen Stream-Snipen, du hast mit VPN und so, ne? Muss man machen. Wegcampen, hattest du Waffen? Ja, ich habe Account von Zuschauern. Ja, dann genau. Ist gut. Ja, mit ein bisschen Glück ist sowas vielleicht machbar. Ja, dann kommt man hier so rein, guckt ihn euch an. Oh my God, bro. Oh, hell no. Jedes Mal, wenn es irgendein Event ist, hat er dieses T-Shirt an. Immer 6 PM, ich schwöre. Guck LA-Vlogs, immer wenn wir schick essen waren oder irgendwo waren, immer hat er dieses T-Shirt an. Weil er läuft, never change your running system. Deswegen läuft bei dir. Wir waren mit Chayas in Wien. Hast du genossen? Ja, war schön. Sehr gut. Ja, und dann geht's hier so raus halt, ne? Und wir können auch Essen bestellen und sowas. Da ist mal die Karte, glaube ich. Ja. Kann man sich was bestellen und dann kannst du dich hier hin chillen. Gib Kristalle! Kristalle! Ja, wird auch immer voller hier und dann haben wir auch eine geile View, finde ich. Weil er wird da vorne dann performen. SUV! Wir reden gerade über Jan Uso, ne? Ist Macher. Ich sag, für 10 Millionen ist Ausstiegsklausel, ne? Ich glaube, bei 10 liegt 10 Millionen, ganz großer Quatsch. Kann sein, dass du immer zufällst. Ja, kann sein, Delay Sports, dass wir da ran müssen. Also 10 Millionen und dann musst du den weiterverkaufen. Hier, an die türkische Community da draußen. Bleibt locker, der wird nächstes Jahr wahrscheinlich wechseln und dann wird der wahrscheinlich abgehen, ne? Aber mach, bleibt locker. Ja, ich sag's auch, das Wichtigste. Ja, ja. Kein Arda Güler draus. Aber ich sag ehrlich, die haben echt viele gute junge Talente, ne? Arda Güler, ohne Modok. Kenan Yildiz, Modok. Die haben noch Can Ozun, wenn dann der kommt auch. Und wir haben auch noch einen erfahrenen Spieler, Hakan Shong, haben die auch. Dann der Infantei, Suyuncu. Auch top. Und dann Arbi Jim Kang.
Özcan, dieser lockere Özcan. Kerem Potter. Ferdin Kadıoğlu. Wenn wir Glück hätten, der Sascha Bue auch noch Türke. Yeah. Okay. Ich glaube, es geht langsam los. Nicht noch ein weiter Weg, oder sei du selbst, du bist nicht traurig und bleib nicht weg.
Stand, auf dem Ziel, dass du nicht mehr fühlst. Hilf nach den Stars, schon damals kein Spiel. Während dem Konzert, ich war besoffen und dann gibt es so zwei Phasen, entweder du denkst nach oder du bist und ich habe nachgedacht. Ich meinte, ich stehe aber auf der Bühne. Mach hin das. Ich brauche nur einen Producer und einen Song und Ghostwriter. Ich bin der Producer und die Ghostwriter besorge ich dir. Das sah so geil aus. Wir machen einen Beat bei Summer Jam. Yeah. Und weißt du, was dein erster Feature ist? Left. Right. Dein erster Feature ist Lucio Loco. Ja. Yeah. Yeah. Okay, weißt du warum, Eli? Mach weil du ihn nicht, kennst. Lucio Loco. Lucio Chicken. Gib Feature. Schnell. Mit Vita Babe. Yeah. Wir sagen ihm gleich. Ja, yeah, wir sagen ihm. Wir sagen dir gleich. Ja. Yeah. Gib Feature. Digga, der Ciao, Typ besoffen ist so krass, ne? Wie oft er mir an Arsch fest und sowas. Man kann es nicht vermarkten. Und er da drüben auch. Wie kann man so drauf sein? Nein. Nein! Lass dich im Frieden! Lass dich im Frieden! Komm her! Gib dir! Ist das krank, Alter! So, wir gehen jetzt auch zu meinem Auto unten. Ciao Jungs, ne? War geil. Danke für die Geschenke. Willi hat mir noch was geschenkt, ein paar Parfüms. Wir waren auch noch unten bei Luciano. Ich hab auch was hier gekriegt.
Ja. Wir waren nur noch unten bei Luciano, aber ich wollte nicht filmen, weil, keine Ahnung, haben ein bisschen geredet, war lustig, haben ein paar Sachen erzählt, haben gefragt, wie es so war, aber ich wollte jetzt nicht die Kamera auf ihn halten, ne? Aber es ist ein korrekter Typ, ich kann nicht mal Bilder einblenden, mach. Auch das ganze Management und so, Securities von dem Mann, alles sympathische Leute, rundum. Ja, und ich fand ihn auch richtig bodenständig. Ja, also wirklich war Statement, ach, das haben wir noch gar nicht gemacht. Statement zum Konzert, super cool gewesen, fand ich. Das sage ich nicht einfach so, sondern mir hat es wirklich gefallen. War ein cooler Abend. Die Lieder waren cool. Also er hat eigentlich so die Lieblingslieder von mir. Royal Rumble oder Humble? Weiß ich nicht. Sein Part, absoluter Macherpart. Generell, das Lied ist da übertrieben gut. Aber das hätte ich mir noch gewünscht. Sonst waren echt, mein Lieblingslied war auch da. Aber, also von ihm. Aber alles in allem wirklich cool. Das Essen war sogar auch gut. Halle war cool. Songs waren cool. Location war cool. Also das ganze Ding. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Location war der Oberhammer, Leute. Die beste Location. Wir sind wieder zu Hause. Ich werde mich jetzt auf die Couch legen und werde mein Leben chillen. Ich werde mir vielleicht nochmal einen Film angucken. War sehr, sehr cool. Ja. Ich weiß doch gar nicht, ob das das Ende vom Vlog ist. Mal gucken. Aber kurzes Statement nochmal zum Konzert. Ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe. War wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Konzerte immer eine coole Sache, finde ich. Und ja, ich kann euch das nur empfehlen. Nicht unbedingt, ne, falls ihr jetzt denkt, okay, bla bla bla. Geht zu euren Künstler eurer Wahl und macht es. Konzerte immer eine schöne Sache. Ja, und wir. Konzerte, du gibst zwar Geld dafür aus, aber es gibt dir viel mehr zurück. Sehr schön. Sehr schön. Wir sind jetzt hier noch zu Hause und gucken irgendeinen Film. Ich bin für einen Horrorfilm und die Frau nicht. Horrorfilme sind manchmal... Der geschriebene Kater, das wäre doch was für uns. Geh mal ins zurück? Nein, das wäre nichts für uns. Leute, guckt euch mal bitte an, wie Manni und Diego fressen. Wirklich. Als hätten die ein Jahr lang kein Futter bekommen. Die schlecken auch jeden Krümel weg. Ne, Diego? Mal gucken, wie weit Manni ist. Diego ist immer ein bisschen schneller. Oh, Manni! Nicht so schnell im Futter. Und sobald man ihn anfasst, fängt er wieder an wie so ein kleiner Piranha. ASMR. Yeah. Irgendwie finde ich es sogar süß, wenn die schmatzen. Und Diego ist jetzt schon fertig. Und jetzt müssen wir auf Diego aufpassen, damit er nicht zu Manni geht und ihm sein Essen wegfuttert. So, es gibt jetzt drei Filme, die in der Auswahl sind. Arrival, Prestige und Ohne Limit. Ich habe zwar alle drei schon mal geguckt, aber hier. Das sind drei super Filme. So, und hier gibt's jetzt so, also es gibt auf jeden Fall im Arabischen. Ich weiß nicht, ob es das auch im Türkischen gibt. Das ist so Weichkäse mit Tomate. Was kommt da noch rein? Tomate, Kumin und Öl, hat deine Mama gesagt. Tomate, Kumin, Öl. Und das isst du dann so mit diesem arabischen Fladenbrot. Ist top. Esse ich oft im Stream. Haben ein paar gefragt, was es ist. Hier seht ihr es jetzt, wie es gemacht wird. Mega einfach und auch lecker. Ja, wir lassen das Schicksal entscheiden, ja, okay? Nachdem ich gesagt habe, wenn ich nicht gucken möchte, lassen wir jetzt das Schicksal entscheiden. Ja, ist besser, das Schicksal entscheiden. Eins ist Prestige, zwei ist Arrival, drei ist Ohne Limits. Der Würfel geht bis 6. Eins ist Prestige, zwei ist Arrival, drei ist Ohne Limits. Drei, Ohne Limits. Okay, eigentlich würde ich den Trust, das Schicksal enttäuscht nie. Du hattest voll Glück, dass keine Zahl über 3 rauskam. Okay, Freunde, das war's vom Video. Wir haben noch Ohne Limit geguckt. Kann ich euch nur empfehlen. Guter Streifen. Wir gehen jetzt ins Bett. Heute Abend gibt's einen Stream. Vielleicht bin ich da sogar schon live, wenn ihr das Video seht. Weiß ich nicht ganz genau. Lasst gerne ein Like auf das Video da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ein Tag im Leben wird mal wieder Zeit für Real-Life-Content. War sehr cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt alle Kanäle aus. Kuss geht raus.